Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers auf Pagonia. Ja, was ist denn hier passiert? Wie sieht das denn hier aus? Ja, ich habe zwei Dinge gemacht, die ich normalerweise nicht mache. Immer noch ein anderes Ding, was ich sonst hier normalerweise nicht mache. Ich mache mal hier diese komische Pause an. Das erste, was ich gemacht habe, was ich normalerweise nicht mache, ich habe so ein bisschen vorgeguckt. Ja, also ich habe weitergespielt. Um zu schauen, wie sieht es denn jetzt hier aus mit den Leuten, die ich brauche, um mit den Werwölfen fertig zu werden. Da hatte ich dann so 30, was waren das da, Waldläufer, müssen wir gleich nochmal gucken, da diese speziellen Kollegen mit den Silberdegen. Da hatte ich 30 Stück von, die habe ich dann halt in Richtung Werwölfe geschickt. Und es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Es sind ein paar Werwölfe übrig geblieben und damit war natürlich dann... Deren Lager nicht zerstört und meine Leute waren aufgerieben, beziehungsweise einige von denen wurden natürlich gebissen und sie sind somit selber zu Werwölfen geworden. Ja, das war das Problem. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn 30 nicht reichen, 40 könnte eventuell hinhauen, aber ich habe dann also noch an einer Ecke dann noch so einen Platz gefunden für einen weiteren Wachturm. Und was anderes hätte ich nicht bauen können vom Platz her. Also müsste ich das über einen Wachturm lösen. Und es hätte ewig gedauert, dann diese 10 Mannequins, die ich dann halt noch zusätzlich brauche, da irgendwie rekrutiert zu bekommen. Zumal mir dann auch noch Silber ausgegangen ist und Eisen ausgegangen ist. Das Einzige, was ich noch hatte, war Kohle. Vielleicht hätte es für die Produktion, also hier das Silber für die Produktion noch gereicht, aber es war arg. Lange, es hat ewig gedauert, bis da mal ein so ein neuer Kämpfer da fertig war. Und danach weiß ich immer noch nicht, ob das mit den 40 dann auch gereicht hätte. Ich meine, ist ein Versuch, ne? Aber na gut. Also wie gesagt, zum einen, also mit der Besatzung, die ich da hatte, kam ich nicht weiter. Und um auf Besatzung zu kommen, die da eventuell zielführend sein könnte, hätte ewig gedauert, wäre vielleicht nicht zustande gekommen, keine Ahnung. Das wollte ich mir ersparen, das wollte ich euch ersparen. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache eine Rolle rückwärts. Ja, manchmal, um vorwärts zu kommen, muss man rückwärts gehen. Und ich setze hier nochmal neu an. Ist nicht komplett neu, ne? Ihr seht da schon so ein paar Gebäude stehen. Heißt, ich habe also einen früheren, ganz, ganz früheren Spielstand geladen. Da setzen wir jetzt an und ich versuche das Ganze ein bisschen anders hier zu betreiben. Ja, das soll es auch schon gewesen sein als Vorrede. Ich will nicht so viel Zeit hier verbraten. Zurück zum Spiel. Genau. So, wir müssen da so ein paar Dinge ändern. Zum einen würde ich den Entdeckerposten ganz gerne erstmal deaktivieren. Die sollen da nicht so durch die Gegend spazieren. Dann haben wir hier Wachtürme. Die sind entsprechend besetzt und entsprechende Befehle haben die bekommen. Nein, das ist nicht richtig namenlos. Muss ich das mit dem Ding machen? Das setze ich da mal hin. Dann haben wir noch einen weiteren Wachturm, noch nicht erst im Bau. Das ist cool. Dann würde ich dann nämlich dann auch so machen, dass ich dann hier so die Markierung hinsetze. Dieses Wäldchen hat im Augenblick, glaube ich, nur ein Holzfäller. Ja, genau, das war auch in Ordnung. Wir haben hier noch ein Forsthaus. Das kommt weg. Das kommt weg. So. Tschüss. Ja, schade um das Wasser, aber was steht das da jetzt noch rum? Ha, cool. Da ist ein Steinmetz in Arbeit. Wir haben hier Wald und so weiter und so fort. Das heißt, Folgendes für uns. Erstmal hier eine Holzfällerhütte. Das hatte ich, glaube ich, von vornherein auch so schon mal gemacht. Jetzt bin ich mir wieder nicht ganz sicher, wie ich die am besten, am schlechtesten hier platziere, weil, ihr wisst ja, Platz ist hier mehr als knapp. Und das ist der ganze Hintergrund, auch ein Hintergrund für diesen Neuanfang hier. Oder ein Grund für diesen Neuanfang, vielmehr. So, ja. Ich würde den hier so hin platzieren wollen.
Einfach um hier noch Platz zu haben, eventuell für ein Wachturm oder dergleichen. Oder was wir halt sonst noch so brauchen. Wir brauchen dann natürlich hier ein Forsthaus. Ne? Da geht jetzt kein Weg dran vorbei, aber das ist mehr oder weniger ja nicht ganz egal, wo ich es platziere. Ich muss das schon so platzieren, dass ich da auch mit den Wegen noch einigermaßen klarkomme. Und da fangen jetzt die Probleme auch schon an. Ja, also die Platzprobleme. Das Forsthäuschen würde ich ja dahin kriegen. Wie sieht das denn aus, wenn ich den Vogel hier so hinsetze? Mhm. Ja, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes hier vom Platz her. Da würde ich alles blockieren. Ich versuche es mal so. Okay. Gehen wir einfach mal hier so lang. Das funktioniert. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, da noch was hinzusetzen. Ich hätte hier noch die Möglichkeit, irgendwie so einen Weg lang zu schlängeln, vielleicht noch ein Gebäude hinzusetzen, wenn das irgendwie erforderlich ist. Abbaufähige Geschichten sehe ich hier keine, aber das muss nichts heißen. So. Der Vogel würde sich dann, ich würde mal sagen, auch wenn, Moment mal, das ist hier ein Gebiet, das bis dahin geht dieses. Ich würde aber das hier nicht komplett zugleistern wollen mit Bäume. Ich setze das mal, achso, es geht nur bis dahin. Ich setze das mal hier so hin. Dann ja, natürlich dann auch hier bitte schön tätig werden. Und ich glaube, ich hatte hier irgendwie so eine Sammelhütte oder was hingesetzt, ne? Genau. Wir haben ja hier unsere Leutchen, die hier Dinge tun sollen. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Stein im Augenblick. Das ist momentan so mein Problem. Steinbruch ist vorhanden. Der baut auch beide Sachen ab, die wir so brauchen. Noch. Ja, Moment. Dann haben wir hier die Jagd, das ist gut. Wir haben hier jetzt den Wachturm, das ist okay. Proviantmacher ist am Start. Hier Holzfällerhütte, Wachturm. Ja, wir haben also noch relativ wenig. Ist das Sägewerk? Okay. Heißt, wir brauchen natürlich jetzt noch Steinbruch und Steinmetz. Eines der ersten Dinge, die wir hier noch dringend irgendwie benötigen. Und dann geht das auch schon wieder los mit dem Platz. Den könnte ich da so hinsetzen. Ja. Es wird wohl dieser Platz hier werden. In dem Fall. Dass ich den Steinbruch hier mal hin. Den Steinmetz hier mal hin. Der soll auch beides machen. So. Du bläst alles weg, was da ist. Ich brauche noch eine weitere Holzfällerhütte. Denn das Wäldchen hier soll weg. Ganz klare Geschichte. So. Alles, was da ist, bitte schön wegholzen. Okay. Die beiden müssten jetzt auch im Prinzip reichen halt. Hier habe ich dann die dritte Holzfällerhütte. Und alles andere müssen wir abwarten, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Okay, hier habe ich jetzt erstmal keinen Wachturm und nichts. Die Entdecker sind auf Pause geschaltet zunächst mal. Hintergrund ist, ich möchte nicht zu weit vorrücken. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir wissen ja aus leidvoller Erfahrung, dass Diebe, Banditen und andere netten Mitstreiter hier auf dieser Insel durchaus in der Lage sind, weite Wege zu gehen, ja, und Sachen herausfinden. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich nicht zu arg vorrücke,
dass sich dieser Zustand des Überfallens von irgendwelchen Leuten von außerhalb sich vielleicht nicht ganz so schnell ereignet. Ja, das ist so meine Hoffnung. Und dass wir auf die Art und Weise es hinbekommen, hier, ne, so ein bisschen unser Ding zu machen, bevor wir überfallen werden. Ich habe hier Silbererz. Wir haben hier Steine, das ist klar. Wir haben hier Kohle. Wir haben hier Kupfer. Und ja, dann werden wir doch direkt mal anfangen. Bergbau. Ach so. Ja, ich mache das mal. Ich war gerade überlegen, hier von wegen Nahrung. Wir brauchen ja auch hier noch unsere Nahrungsproduktionsstätten. Und das wird das nächste Ding dann sein, worum wir uns zu kümmern haben. So, Silberabbau-Gedingse. Kriege ich hier nirgendwo hin. Also hin schon, aber irgendwie. Oha, mit den Wegen, das wird wieder eng. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn ich den so rumdrehe, müsste es aber gehen. Ich setze das Ding einfach mal hier so hin. Bo. Wege. Das geht nicht, das würde gehen. Und dann machen wir das so. Dann wird hier Silber abgebaut. Demnächst. Überlege hart, ob ich da noch ein Lager hinsetzen soll. Vielleicht nicht verkehrt. Lager. Passt auch gerade so hin. So, alles. Nee, Bergbau und dann bitteschön. Das unter seltene Ressourcen. Ja gut, dann eben dieses. Seltene Ressource ist gar nicht mal so verkehrt in dem Fall. Gut, hier haben wir wie gesagt Kohle. So ein bisschen was. Da ist wieder Stein und da ist Kalkstein. Irgendwo war doch auch Kupfer. Ah, da. Okay. Wir hätten da also die Möglichkeit Kohle abzubauen. Und Kohle. Kohletagebau, also. Ja, die Plätze. Der Platz, das ist das Problem. Das ist alles nicht so toll. Aber ich muss halt auf das reagieren, was ich hier im Augenblick habe. Und das ist relativ wenig Platz. Das ist A und O hier in der ganzen Geschichte. Oder so, zumindest mit eins der ganzen Geschichten hier. So, also Kohletagebau. Wenn ich dann jetzt noch hingehen würde, kriege ich das mit dem Kupfer auch noch hier hin? Irgendwie? Frage, geht das überhaupt irgendwie? Das würde gehen. Das geht auch. Halt da. Das lasse ich erstmal noch. Auch wenn es wahrscheinlich logischer wäre oder ne, besser wäre, hier noch irgendwie einen Weg hinzumachen, von wegen Infrastruktur und so weiter und so fort. Aber da würde ich mir wieder irgendwas verbauen, wo ich dann nichts, keine Gebäude mehr hinkriege. Insofern, ja, es ist, wie es ist.
Okay, ich bin da schon mal heilfroh, dass das jetzt überhaupt mal so klappt. Dann Kohle war hier. Jo. Kupfer ist da. Wieder Gott sei Dank wird das ja immer hervorgehoben, wo was ist. Dann können die sich da schon mal mit beschäftigen. Gut. Was ich jetzt natürlich noch brauche, ist eine Spalte. Wenigstens eine. Zwei wären mir natürlich lieber. Gar keine Frage. Frage ist, wo setze ich das denn hin? Theoretisch wäre es hier möglich, aber da will ich mir den Weg nicht verbauen, ne? Von wegen Wachturm eventuell oder andere Dinge, die wir noch benötigen. Hier sieht es schwierig aus mit einer Schmelzhütte. Ist nicht so gut. Hier kriege ich nichts hin. Hier würde ich eine hinkriegen. Na gut, wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann könnte ich da wahrscheinlich noch einen Wachturm hinsetzen. Den muss ich ja nicht unbedingt da hinsetzen, den kann ich auch in der Ecke platzieren. Hier geht nichts oder noch nichts. Na dann zum Gott erbarmen, setze ich die einfach mal da so hin. So, Schmelzhütte. Ja. Gut. Das war das. Aber das ist natürlich nur die halbe Geschichte. Was ich als nächstes brauche, darf es nur mit den Bauaufträgen nicht übertreiben, weil wir müssen ein bisschen darauf achten, was haben wir an Ressourcen, die herum existieren. In Form von Stein und so. Zweiter Steinbruch wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich komme da an die Bären dran, das ist cool. Nahrung. Sammelhütte. Die Bücher noch erstmal so kackdreist hier so platzieren. Einen Augenblick mal eben, das sind die Kollegen hier. Das Ding vielleicht mal hier so hin. So. Man ist da eifrig damit beschäftigt, da das ein bisschen zu vergrößern. Das ist cool. Den lasse ich da erstmal. So. Was wollte ich? Sammelte das in Auftrag. Stein war das andere Problem. Stein, Stein, Stein. Habe ich hier noch irgendwo ein Gestein, das ich abbauen kann. Ich meine ja, aber ich weiß nicht, wie schnell die hier mit dem Abbauen sind. Ne? Da ist Stein, da ist Kupfer, hier ist auch nochmal Stein. Hier ist Stein, weißt du was? Steinbruch. Ja, da geht's. Das ist cool. Immerhin. Dann. Das ist. Boah, also. Diese Insel hier, ne? Die ist echt der Horror. Mach doch mal da so hin. So, dann hätten wir immerhin dann nochmal schon mal zwei Steinbrüche am Start. Das ist auch nicht verkehrt. Da mit den Holzfällern, das läuft. Wie sieht's jetzt hier aus? Die sind eifrig dabei, die Grenze weiter auszubauen. Das ist cool. Dann würde ich. Ich warte noch. Das ist kein Brot, kann erstmal da so bleiben. Ich warte dann noch die weitere Entwicklung erstmal ab. Nicht alles auf einmal. Ich glaube, das ist nicht gut. So, wie hatte ich das hier gemacht? Wo habe ich denn den Angelhaken da? Egal. Da kann er bleiben. Das ist gut. Ich glaube, das ist erstmal nicht verkehrt. So können wir weitermachen.
So. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Handelsposten, ja, noch nicht. Verarbeitung, Auszug und Ausbildung. Gildehaus, das hatte ich glaube ich hier hingesetzt. Das kann auch hier wieder hin, das war ganz cool. Gildehaus, dann brauchen wir eine Weberei und eine Schneiderei. Genau. Moment. Eine Weberei. Hier kriege ich nichts hin, aber die würde ich hier hinkriegen. Dann setze ich die auch wieder hier hin. Ich weiß gar nicht mal, wie ob das beim ursprünglichen. Bei der ersten Version auch schon so war. Schneiderei passt da auch nicht hin. Die würde ich aber hier hinkriegen. Okay. Da werden schon die ersten Banditen aktiv. Die von Gott weiß woher kommen. Ja, tolle Wurst. Und das fängt ja schon wieder relativ früh an hier. Wie dem auch sei, wir werden uns da der Sache jetzt erstmal so weit stellen müssen, denn irgendwo werden wir da nicht drum rumkommen, dass hier irgendwie Banditen oder weiß ich was auftauchen. Das war natürlich jetzt die Frage, wie gehe ich jetzt weiter vor? Mit meinen Wachtürmen, mit den Leuten, die ich wohin auch immer besetzen werde. Ja, puh. Planung schon wieder so ein bisschen ins Wanken gekommen. Ja, egal. Ich werde erstmal so weitermachen. In der Hoffnung, dass ich jetzt mit der Vorgehensweise, die ich mir so überlegt habe, eher Erfolg haben werde. Schauen wir mal. Ich danke für eure Geduld, ich danke für eure Dabeisein, ich danke für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da wurde auch wieder was gestohlen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, auch wenn es ein Neuanfang ist auf der gleichen Insel. Bis dahin, alles Gute und genießt die Zeit.